Das war wohl einer der Höhepunkte für Friedrich Kardinal Wetter. Im September 2006 kann er seinen Vorgänger im Erzbischofsamt, Josef Ratzinger, als Papst in München begrüßen. Momente, die Wetter wohl nie vergessen wird. Der 87-Jährige kann aber auch sonst auf ein reiches Leben zurückblicken. Ein Vierteljahrhundert hat er das Erzbistum München und Freising geleitet. Er folgte damals auf Josef Ratzinger. Die leisen Töne sind es, die Wetter auszeichnen. Aber er ist auch immer deutlich, wenn es um seine Themen geht. Den Schutz des ungeborenen Lebens oder das Ernstnehmen des Evangeliums. Als er am 25. Mai 1985 den Kardinalspurpur aus der Hand von Papst Johannes Paul II. Bekommt, ist das für ihn eine Würdigung, auf die er lange gewartet hat. Sein 30-jähriges Kardinalsjubiläum wird aber kein großes Fest werden. Denn das ist nicht die Art des eher zurückhaltenden Friedrich Wetter. Trotzdem werden ihm in diesen Tagen viele gratulieren.